Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Brave Frontier Global, wo ich mich heute mal in eine der ersten Missionen der Challenges machen will. Da gibt es ja diese hübschen Missionen. Ich kann mir jetzt auch mal meine Mission vor Ort abgeben, fällt mir ein. Yay. Diese hübschen Missionen, wo man bestimmte Sachen in Trials machen muss. Und da möchte ich mich gleich gerne dran probieren. Erstmal einmal kurz hier gucken. Ich habe noch nicht gecheckt, was ich eigentlich schon gemacht habe und was noch nicht. Cool, alle Receiven nehme ich. Ah, und damit habe ich leider alle Aufgaben, die ich momentan machen kann, durch. Gibt noch keine neuen Records, müssen wir hin. Aber wenigstens haben sie jetzt so ein bisschen Durchwechslung drin. Es ist nicht mehr Statuseffekte machen, sondern halt auch mal Overkill oder Spark. Und es ist halt auch töte bestimmte Elementgegner. Also das finde ich ganz cool, dass jetzt mittlerweile ein bisschen Abwechslung drin ist. Die ersten 2, 3 Tage waren ja jeden Tag das gleiche, was ein bisschen lame war. Aber es sind halt leider auch für immer für alle die gleichen. Ja, hier oben haben wir es nämlich Trial 1 in 3 Runden. Gibt 100 Achievement Points. Müssen wir hier starten, damit wir das halt bekommen können. Wir können immer nur einen starten. Da oben sieht man es Accepted One. Und da das nur mal um den 3-Runden-Kill geht, dachte ich mir, ich mache das Trupp zusammenbauen mit euch zusammen, dass ihr das mitbekommt. Dass ihr halt wenigstens wisst, warum ich mir jetzt hier welche Gedanken dazu mache. Und wir werden unser Squad 1 dafür komplett umbauen müssen. Als allererstes, als Anführer brauchen wir hierfür Maxwell. Ich habe meinen Filter noch drin, sehr schön, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Maxwell deswegen, weil wir kriegen damit Elementschaden. Es gibt noch kein Dion, dementsprechend haben wir da keine wirkliche andere Wahl. Wo soll steckt Maxwell? Da steckt Maxwell. Dann der wollen wir gerne Zergal haben für den Attack-Up-Buffer. Und da hat er mit den höchsten im Spiel, den man momentan finden kann. Dann möchten wir gerne Colt mit haben für den Crit-Rate-Buffer. Und selber Schaden machen können. Wo soll er stecken? Mein Colt. Wahrscheinlich ist er schon im Team drin. Ich habe es nicht gemerkt. Kann das sein? Nein. Wahrscheinlich ist er in der anderen Teams drin. Kann das sein? Ja, hier ist er als Anführer drin. Nehmen wir hier mal. Was weiß ich, was Elsa als Anführer. Die wird hier eh nicht drin bleiben. Aber die wird hier drin bleiben können. Suche. Haben hier mal ein bisschen was raus, was wir unter Umständen nochmal brauchen könnten. Und zwar hatten wir gesagt, Colt. Es werden bei ihm konnetterweise auch so bleiben. Wir könnten aber eigentlich. Nein, nicht Change Leader. Change Leader ist okay. Change Positions. Euch beiden tauschen. Dann, wir möchten gerne Rogan haben, weil Rogan den massiven Schaden macht. Ich habe leider nur einen Rogan einsatzbereit. Ich habe irgendwo noch einen zweiten, habe den aber noch nicht ausgebaut. Und das hier ist ein Breaker Rogan, das heißt, der macht schon massig Schaden. Und dann ist die Frage, was nehmen wir noch mit? Und ich denke, ich werde hier eine Shira mitnehmen, einfach damit wir mit Mitigation sicher überleben. Ich könnte hier auch nochmal was für mehr Schaden mitnehmen, aber so bin ich auf Nummer sicher. Und wir müssten jetzt natürlich uns noch kurz um ein bisschen was um Sphären kümmern. Maxwell ist jetzt nicht so weltbewegend wichtig. Habe ich welche Filter drin? Nein, gut. Drunter scrollen. Wo bin ich denn jetzt? Zu weit? Nein, er kriegt einen Leguan Gem, weil davon hat man halt immer genug. Und ein Soul Creator für Brave Plus Produktion, einfach zur Sicherheit. Interessant wird an der Stelle aber der Rogan. Denn der bekommt. Zuallererst das Blighten Ziel, das sich irgendwo hier unten versteckt. Da. 100% Attack Up und Crit Rate 20%, 50%, das ist halt, also Crit Damage 50% ist halt massig. Und dann haben wir sonst nur noch Crit-Sphären oder Baby-Drop-Sphären zur Auswahl. Und da können wir mal ein bisschen einen Blick drüber werfen, warum wir hier zu solcher Schlussfolgerung kommen. Also ich habe Crit-Sphären. Und zwar genau eine, die Death Axe. Und die wird mir nicht weiterhelfen, weil sie nur die Crit-Rate erhöht. Also bleibt uns eigentlich zum Schaden machen nur noch Spark-Sphären. Und dann müssen wir halt mit ihm sparken. Ich hätte gerne eine Gilnight-Axe genommen. Auch wenn die genervt werden soll oder schon genervt wurde. Das weiß ich nicht zu 100%. Weil ich noch keine habe. Steeple Rose da. Hier sind meine Heavenly Buds. Bisher ist einer auf Quiet drauf. Den mobsen wir uns dafür mal so lange. Dann haben wir das soweit auch. Und ich hoffe, wir haben dann jetzt alles zusammen, was ich brauche. Und mal sehen, ob es funktioniert, so wie ich mir das denke. Es sollte eigentlich ziemlich einfach sein mit den ganzen 7-Sterne-Einheiten und dem, was da zusammenkommt. Select Helper, das ist der wichtige Teil. Denn jetzt brauchen wir einen Maxwell-Freund.
Wir sortieren mal nach Element, das macht das ein bisschen einfacher. Ich hoffe, es verwendet noch irgendjemand Max, oder das weiß man nicht so genau. Nein, tut es natürlich nicht, das ist ja... Dann bleibt mir wohl oder übel nur die Entscheidung, einen Colt-Freund mitzunehmen. Das hier. Was soweit auch okay ist. Und dann werden wir nochmal Manage Squad und werden unseren eigenen Colt durch etwas anderes austauschen, weil dann haben wir den Freund Colt für die Crit Rate Buff. Das ist jetzt halt nicht die optimale Ausbeute an Crit, aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Donnerschaden dazu. Wir haben noch keinen Spark Buffer. Das bringt mich auf eine ganz große Idee. Hallo Sidus, mein Freund. Dann nehmen wir den nämlich mit, weil der uns Spark Buff dazu gibt. Und selbst auch massig Schaden machen wird. Und dafür Gilnight Axe haben wir schon. Was genau macht die Ragnar Blade und wo zur Hölle steckte die? Ich weiß, dass wir nämlich irgendwo eine hatten. Ich weiß noch nicht mehr, was genau sie macht. Man könnte auch einen Amanoa Bank nehmen für Tech und Crit Rate erst zwei Runden, aber das braucht halt nicht wirklich, weil wir nun mal Colt haben. Dragon, Demonlance, Phoenix, Divine Spear, Hero Stones, Divine Stones, Revenge. Na, das sind halt Divine Stones mittlerweile nicht mehr so gut wie zum Beispiel im Blighten Ziel, wenn es um maximalen Schaden geht, auf einem Infinite SBB-Einheit. Wicked Blade ist schon in. Könnten wir zur Not benutzen. Steep Rose, Steven Band, Kings, wo müsste die doch sein? Ich glaube, wir sind schon zu weit. Ne, da ist sie. Ist der Tank auf 50% and adds Chance to ignore enemy's death. Ist ja crap. Okay, wir nehmen die Wicked Blade. Und die macht immer. Wobei, wir könnten auch hier, da wir ihn jetzt nicht verwenden, unseren eigenen Colt, könnten wir auch die Heavenly Butt draufpacken. 100% extra Schaden bei Spark. Klingt eigentlich auch ganz verlockend. Wir könnten aber statt dem Soul Creator dann immer noch die Wicked Blade mitnehmen. Babyproduktion wird hier ziemlich sicher ein Problem werden, aber nicht zwangsweise etwas, was wir uns wirklich beschäftigen müssen. Wo steckt die Wicked Blade? Nicht hier. Und wo hier hatte ich sie zwischendurch gesehen? Wenn wir bei Ragnar Blade ankommen, sind wir schon wieder zu weit. Da ist sie. Nein, jetzt habe ich... Oh, super, nochmal zu Heavenly Butt, weil wir das falsch angeklickt haben. So, jetzt aber... Heavenly Butt, Wicked Blade, sehr gut. Und dann bleiben noch Items. Die werden wir sicherlich nicht so nehmen, wie ich sie hier momentan habe, sondern wir nehmen Thunder Ores mit. Wobei wir können sogar, ich habe hier durch die Combo-Dinger, oder? Ja, können wir auch die nehmen. Und Brute Elixir. Attack Power 3 Runden. Ja, nehmen wir. Und statt einem Revive könnten wir noch. Könnten, glaube ich, sinnvollerweise die Holy Flute mitnehmen für unsere BC Drop Rate zur Sicherheit. Denn die Fujins werden wir ziemlich schnell schon benutzen. Ziemlich am Anfang quasi. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze läuft oder laufen wird. Hallo Karl. So, wir brauchen auf jeden Fall die Holy Flute. Hier ist meine Teamorientierung. Ja, doch, das passt. Ihr kriegt den Buff. Auf dich. Aber es ist für 3 Runden, oder? Wir können es also eigentlich auf alle einsetzen. Und wir werden hier nicht Maxwell einsetzen mit SBB, weil der halt einfach überflüssig ist. Wir setzen hier so zuerst ein. Damit kriegen wir die maximalen Buffer. Dann kommt Rogan dazu, in der Hoffnung, dass wir damit sparken. Und wenn jetzt eine massive Zahl auftaucht, das ist dann Rogan. Das war sein Treffer. Damit haben wir quasi die erste Form schon direkt durch. Und er wird jetzt natürlich mit einer zweiten Form wiederkommen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass das, was wir bekommen haben, an Produktion ausreicht, damit Rogan da weiterhin genug Schaden machen kann.
Was ich nicht, aber das habe ich nicht bedacht. Wir können hier prinzipiell paralysiert werden. Und hoffen einfach, dass wir damit unter die 50%-Grenze kommen, weil dann kommt so oder so sein Blue Dingsbums, denke ich noch. Blue Execution. Und ja, die Haupthoffnung ist eigentlich nur, dass wir nicht paralysiert werden. Injury ist schon ärgerlich, aber ich habe mich da echt nicht drum gekümmert. Aber eigentlich sollte Rogan allein ihn jetzt locker platt bekommen. Da war der Rogan-Treffer, das ist mal damit so ein massiver Strich weggeht. Das war noch nicht mal mehr die perfekte Kombination, um hier den maximalen Schaden rauszuholen, aber wir haben ihn in 3 Runden gekillt. Und komm schon, connecte. Oh, come on. Jetzt connecte schon endlich. Du hast doch vorher auch funktioniert. Oh, ich hasse es, wenn er das macht. Und wie hat er der momentan echt Macken, was das angeht? Und jetzt haben wir es ja schon. Wir kriegen natürlich nichts mehr dafür, ganz klar. War ja nur eine Wiederholung. Aber wenn wir jetzt hier hingehen. Missions. Records. Connecting. Dup, 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 dup. Special. Claim, complete Claim Rewards. Wir müssen den jetzt auch einsammeln, um das nächste machen zu können. Also man sollte sich das mal gut überlegen, ob man die Punkte dafür quasi momentan gebrauchen kann oder ob man das schon haben will. Ich hatte jetzt einfach Bock drauf, es zu machen, sonst kann man sich das natürlich auch abwarten und kann dann jetzt das nächste machen. Werde ich sicherlich auch den einen oder anderen noch zwischendurch, aber für heute war es das mit Trial Nummer 1. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute, und macht's gut.